Piazza von Game Factory ist ein kleines Kartenlegespiel für 2 bis 4 Personen und eine Spielrunde dauert in etwa 15 Minuten. Das Spiel besteht aus insgesamt 48 Kärtchen. Diese sind in 4 Farbsätze aufgeteilt, welche zu je 12 Kärtchen bestehen mit 2x6 verschiedenen Symbolen. Bei Piazza legen die Spieler abwechselnd Kärtchen aus und lassen somit nach und nach die farbenfrohe Piazza entstehen. Hierfür erhalten sie dann laufend Siegpunkte und wer am Ende die meisten erreichen konnte, ist der Gewinner. Abhängig von der Spieleranzahl werden nun die Farbsätze ausgeteilt. Beim Spiel zu zweit erhält jeder Spieler 2 Farbsätze. Anschließend wird dann mit je einer Karte pro Farbe ein 2x2 Quadrat in der Tischmitte gebildet. Wichtig ist hier aber, dass die darauf zu sehenden Symbole unterschiedlich sind. Bei 3 Spielern erhält jeder einen Farbsatz plus 4 zufällige Kärtchen der 4. Farbe. Anschließend legt jeder Spieler ein Kärtchen seiner Hauptfarbe in die Tischmitte. Und zwar so. Und auch hier müssen die Symbole unterschiedlich sein. Und bei 4 Spielern erhält jeder Spieler je einen Farbsatz. Hier wird dann ebenfalls ein 2x2 Quadrat in der Tischmitte gebildet. Hier ist es aber wichtig, dass die Symbole unterschiedlich sind. Anschließend mischt jeder Spieler alle seine restlichen Kärtchen gut durch und legt sie als verdeckten Stapel vor sich selbst ab. Die 3 obersten davon werden auf die Hand genommen. Anschließend wird noch ein Spieler bestimmt, der die Punkte notiert und schon kann es losgehen. Im Laufe des Spieles wird hier ein bis zu 8x8 Raster entstehen. Hier die offen aufliegenden Karten sind natürlich verdeckt in der Hand zu halten. Der Spieler, der zuletzt im Urlaub war, beginnt mit dem Legen seiner Kärtchen. Danach geht es bis zum Spielende reihum im Uhrzeigersinn weiter. Wer an der Reihe ist, muss eine oder 2 Kärtchen aus seiner Hand anlegen. Jedes Kärtchen muss dabei vollständig an ein bereits liegendes Kärtchen angelegt werden. Diagonal ist hierbei nicht zulässig. Das eine bzw. die bis zu 2 neuen Kärtchen müssen eine andere Farbe und ein anderes Muster aufweisen als die angrenzenden anderen Kärtchen. Das Legeraster darf maximal 8x8 Kärtchen groß sein. Sollten sich also bereits 8 in einer Reihe befinden, darf man kein 9. mehr auf der Seite dazulegen. Wenn ein Spieler 2 Kärtchen gleichzeitig anlegen möchte, müssen diese miteinander eine Klammer bilden. Eine Klammer entsteht zwischen 2 gleichfarbigen Kärtchen in derselben Reihe oder Spalte. Hierbei ist natürlich zu achten, dass die direkt angrenzenden Kärtchen weder die gleiche Farbe noch das gleiche Symbol anzeigen und dass sich in der jeweiligen Reihe bzw. Spalte kein gleichfarbiges Kärtchen der Klammer befindet. Das hier würde zum Beispiel nicht als Klammer durchgehen. Nach dem Ablegen erhält ein Spieler dann Siegpunkte für alle Klammern, die er mit dem einen oder den 2 neuen Kärtchen bilden konnte. Die Ausgangsbasis hätte zum Beispiel ja auch so aussehen können: Kärtchen 1, Kärtchen 2. Somit hätte man 2 Klammern gebildet. Jede Klammer bringt so viele Siegpunkte ein, wie sie insgesamt Kärtchen beinhaltet. Auch das hier würde eine Klammer bilden. Leere Felder dazwischen bringen natürlich keine Punkte ein. Hier gäbe es zumindest aber 2. Nach seinem Spielzug zieht man dann wieder, sofern möglich, 3 Kärtchen aus seinem Stapel nach. Nachdem also Punkte notiert worden sind und Kärtchen nachgezogen wurden, ist der nächste Spieler an der Reihe. Sobald ein Spieler dann alle seine Kärtchen anlegen konnte, ist für ihn das Spiel vorbei. Alle anderen spielen dann noch so lange weiter, bis sie ebenfalls keine Kärtchen mehr besitzen. Danach endet das Spiel. Wer nun die meisten Siegpunkte vorweisen kann, ist der Gewinner. Bei einem möglichen Gleichstand gewinnt derjenige, der zuerst fertig wurde. Hinweis: Im Spiel zu zweit und zu dritt werden die beiden Farben eines Spielers stets getrennt voneinander betrachtet. Das heißt also, in einem Spielzug dürfen nie beide Farben gleichzeitig ausgespielt werden. Entweder die oder die. Das Spiel Piazza wurde uns freundlicherweise von Game Factory zur Verfügung gestellt. Vielen lieben Dank dafür!